Meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute wieder extrem starken Besuch in der Halle und wir haben ein bisschen was vor. Gleich kommen Max, Dave und Kevin hier hin und wir haben so einen kleinen Minigolf-Parcours, also hier in der Halle, den Marius gebaut hat. Video kommt am Dienstag, weil eben den spielen die. Und ich habe mir überlegt, ihr habt ja letztes Mal gesehen, dass wir diese Crispy Rob Chips Geschichte gemacht haben und irgendwie hat das Produkt nicht so ganz gut geschmeckt. Deshalb haben wir jetzt folgende Idee gehabt. Wir machen einen eigenen Energieriegel, der aber ein paar Ecken und Kanten hat. Ja? Da ist was anderes drin, nämlich eine sehr scharfe Soße und wir pretenden einfach auch spontan, dass da Abführmittel drin ist und filmen die Reaktion von meinen Freunden. So, wir haben euch den Plan erzählt. Jetzt sind wir quasi hier und fangen einfach mal an, das Ganze vorzubereiten. Tobi und Kati sind meanwhile gerade noch auf letzten Drücker sehr, sehr krass scharfe Soßen bei einem Asialaden hier in der Nähe holen. So, jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir uns erstmal Gedanken machen, wie sieht so ein Müsli-Riegel bzw. unser Energy-Riegel eigentlich aus. Ja? Wir schneiden den einfach erstmal in der Mitte durch. Nummer 2, eigentlich auch relativ simpel. Wir wollen ja auch eine Proteinbasis haben. Wir schneiden einfach ein Stück von einem anderen Riegel wieder auseinander und schneiden den einfach zu. Wenn man die jetzt theoretisch schon so wieder zusammensetzt, könnte man annehmen, dass das vielleicht, wie gesagt, etwas ist, was selbstgefällig ist. Und was schön ist, dazwischen ist Platz, dass wir unsere scharfen Sachen platzieren können. Stell dir mal vor, ich möchte wirklich einen rausbringen, weil das macht mir gerade actually echt Spaß. Lass doch mal einen Daumen nach oben, wenn ich meinen eigenen Proteinriegel rausbringen soll. Okay, wir haben die Soße. Kuss geht raus, Digga. Dankeschön. Okay, pass auf. Ich probiere die jetzt erstmal selber, ja? Alter, lack nicht so viel. Ist das dein Ernst? Boah! Ist sie so schlimm? Ja! Boah! Bro, weißt du, wie viel das ist? Das Ding ist, das ist ein Happen, den könnt ihr ganz das Essen gehen. Ach, wenn die ganze Fresse brennt. Ich hab noch eine richtig gute Idee. Was ist, wenn wir denen erzählen, dass es nicht nur scharf ist, sondern dass noch Abführmittel drin ist und die sich die ganze Zeit Filme schieben, dass die kacken müssen? Ja. Das ist actually safe. Das ist actually funny. Tobi, das ist das neue Video auf dem Main-Channel. Kevin kommt zu spät, der war gerade noch im Brillenladen am Scheißen. Der hat sich eine neue Brille gekauft und ist dann noch kurz kacken gegangen. Perfekt. Max, du hast Ahnung von Kochen. Darf ich dir was zeigen? Ja, bitte, zeig mir was zeigen. Wo sind die Sachen? Und zwar haben wir uns mal rangemacht, weil wir gerade wirklich mit der Firma zusammenarbeiten, eigene Energieriegel zu machen. Ach so, ist es genauso hochqualitativ wie die Robs Chips? Nein. Dann würde ich sehr gerne da reinbeißen. Die schmecken tatsächlich. Nehmt euch jeweils eins, Marius hat es auch gesehen, das ist alles safe. Also ich sag das jetzt extra nochmal. Weil ich bin mein erster Gedanke ist, dass da irgendwas eingebacken ist. Aber natürlich. Steht es quasi. Ist es? Dann werde ich es aber nicht essen. Ist man danach noch fahrtüchtig, wenn man das gegessen ja, hat? Ja, kann schon. Es ist sehr scharf. Doch. Also kann ich Schärfe gut ab. Ich will einfach nur eure Reaktion dazu haben, wie ihr findet. Findest du schlecht? Wirklich jetzt? Schmeckt dir nicht? Warum machst du es nicht? Auch nicht so mein Geschmack. Hä? Findest du wirklich einen Decker? Doch, eine witzige Kombination, aber. Aber mega lecker. Ja, wer soll das kaufen? Ja, so Leute, die Sport und sowas mögen halt. Die sehen vielleicht auseinander. Ist halt nicht so schlimm scharf. Also. Ach so, nee, das ist gar nicht der Prank. Ist halt nicht so scharf, dass es lustig ist. Nee, das ist tatsächlich nicht der Prank heute. Wir spielen jetzt ungefähr 20 Minuten Bowling. Und dann werdet ihr euch wahrscheinlich einscheißen, weil der Apfelmittel drin ist. Nein, das ist wirklich Apfelmittel. Also wir haben tatsächlich Apfelmittel da reingemacht. Dann zeige ich dich wegen Körperverletzung an. Okay, da bin ich bereit. Dann gehen wir eine Runde spielen, würde ich sagen. Super. Geil. Was war das? Apfelmittel. War deiner eigentlich auch scharf? Ja. Das ist, also ich esse jeden Morgen Tabasco, das war nicht schärfer als mein Frühstück. Ich esse jeden Morgen Apfelmittel und das. Darfst du jetzt Scheiße oder nicht? Nein, ich glaube, keine Scheiße. Schon nicht. Sebastian prankt und isst selber einen falschen und scheißt hier gleich über die Kuh. Der Einzige, bei dem wirklich was drin war. Es kann auch sein, dass ihr nichts davon merkt. Oder es kann auch sein, dass du Durchfall hast für 2 Tage. Weiß ich jetzt nicht, das ist bei jedem unterschiedlich. Stand drauf, ist es nicht so schlimm. Finde ich es sehr schlimm? Nee, ich muss gerade übelst lachen, weil ich es witzig finde. Also wenn es jetzt stimmt, finde ich es ernst unnötig. Okay. Ja, so, deshalb habe ich nicht meinen Content umgestellt, um von irgendjemandem Abführmittel zu bekommen. Könnt ihr vielleicht wirklich einen auf den Boden scheißen holen? Das wäre jetzt wirklich... Da habe ich damit nichts zu tun, wenn er sich wirklich einscheißt. Kevin, Mann, wir müssen dich sofort entführen. Wir haben es alle schon. Das sind unsere Sachen, die wir gemacht haben. Diesmal ist es unser Ernst. Wir möchten einen eigenen Energieriegel machen und haben den jetzt allen schon gegeben. Dave, Max und Marius haben auch schon probiert. Schüttel nicht den Kopf. Schüttel den Kopf. Sollte ich das hier essen? Ja. Es ist wirklich tasty. Check, das ist krokant, unten eine Energiebasis, obendrauf so müsli-mäßig mit Schoko. Meinst du es ernst? Es ist todeslecker, no joke. Du kannst es komplett essen. Oh mein Gott, das ist ultra scharf. Dummer Bastard, Alter. Ach so. Was ist da drin, Bruder? Tatsächlich Sriracha-Soße, aber das ist nicht das Schlimmste. Was sonst? Hä? Ach so, ja, Bro, vielleicht wirst du es einfach in einer halben Stunde merken. Ich glaube tatsächlich, dass uns eben leider Abführmittel da reingefallen ist. Nein, shut the fuck up. Nein, ehrlich jetzt. Shut. Es ist schon zu spät, Bro, du kannst nicht mehr ausspucken. Ja, es ist eh schon in deinem Magen. Bro. Es ist eh schon in deinem Magen. Ich bin ein guter Bastard, Alter.
Das schmeckt echt lecker, Alter. Ja, hol den Mund einmal hier, Bro. Aber warte, mach kurz hier. Ah. Was? Bro, das Ding ist, ich hab halt jeden Tag Durchfall seit 2 Jahren. Ja! Habt ihr da wirklich Apfelmittel reingemacht? Ja, frag Max und Dave, die waren eben auch schon scheiße. Es ist aber nicht viel. Seid ihr so krank auf Content? Was geht hier ab, Alter? Nein, es ist echt ein leichtes Apfelmittel. Habt ihr wirklich Apfelmittel reingemacht? Ja, frag doch Max und Dave, die waren auch schon. Warum haben die alle genickt, dass ich das essen soll? Ja, weil die Wichser sind, weil die auch sehen, wie du kackst. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann könnt ihr das bei Marius auf dem Kanal nächste Woche Dienstag kommt, das nämlich angucken. Wir wollen ja hier nicht zu viel spoilern. Wenn Kevin sich wirklich in die Hose scheißt, dann stimmt hier was nicht. Wo sind wir? Danke vom Wappen. Mach aus. So, nachdem wir dann gestern in Köln versucht haben, den Durchfallprank durchzuziehen, hat es dann leider nicht geklappt. Wir sind jetzt in Berlin mittlerweile. Wir haben hier heute ein ganz wichtiges Meeting mit einem sehr interessanten Partner, dazu aber später mehr. Gerade sind wir hier in unserem eigenen Office, beziehungsweise in einem Teil von unserem Office. Das ist ein dieses Coworking Space, wo ein Raum quasi mit Table und so für uns da ist, für Songpush. Ich habe auch schon mal ein bisschen im Stream erzählt, Startup, was wir gestartet haben, wo es um Musik, Marketing im Internet geht, Twitch, TikTok, Instagram, der ganze Kram. Das sind die 2 Jungs vorne. Aber man kann sagen, was man will, aber das schmeckt auf jeden Fall. Sehr schön hier, oder? Toll. Nee, einfach nur arschgeil. Ja, was hier auf euch zukommt und was ihr da demnächst sehen werdet, das, meine Freunde, das ist es einfach. Wir verraten nicht zu viel, haltet die Augen und Ohren offen. Ah! Oh.